Der Axor rollt in die Werkstatt, denn der Anfahrspiegel vibriert extrem. Er soll durch ein neues Modell ersetzt werden. Folgende Bauteile brauchen Sie für die Umrüstung: 3 Blindnietmuttern, 4 Schrauben, 2x25 mm lang, 2x20 mm lang, 4 Dichtscheiben und einen Stecker mit 2 Kontaktbuchsen. Vom Kleinen zum Großen. Sie benötigen außerdem einen Schrumpfschlauch, einen Anfahrspiegel und ein kürzeres Windleitteil. So ausgerüstet kann's losgehen. Klipsen Sie als erstes die beiden Kabelbinder auf. Danach lösen Sie die elektrische Steckverbindung der Spiegelheizung. Klappen Sie den Spiegel nach vorne, so kommen Sie besser an die Befestigungsschrauben. Nun lösen Sie die beiden Schrauben heraus, die den Spiegel an der Tür befestigen. Öffnen Sie die Beifahrertür einen Spalt breit, so kommen Sie besser an die zweite Befestigungsschraube heran. Lösen Sie auch diese Schraube und schon lässt sich der Anfahrspiegel abmontieren. Jetzt kann der Spiegel wieder zurückgeklappt werden. Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Windleitteiles. Dieses ist nämlich für den neuen Anfahrspiegel zu lang. An seine Stelle kommt ein kürzeres Windleitteil. Die Sonnenblende ist abgebaut. Weiter geht's mit dem äußeren Halter. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben. Ist der Halter abmontiert, lässt sich die anschließende Bohrung besser durchführen. Schrauben Sie das neue und kürzere Windleitteil an die A-Säule. 2 Befestigungsschrauben reichen dafür. Das letzte Stück des Windleitteiles ist im neuen Anfahrspiegel integriert. Fixieren Sie zunächst den Spiegel mit den vorhandenen Befestigungsschrauben oben und unten. Jetzt markieren Sie mit einem Stift die Mitte der 3 notwendigen Bohrlöcher. Dadurch ist eine genaue Justierung des Spiegels anschließend möglich. Fürs Bohren lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben erneut. Körnen Sie anschließend die 3 Markierungspunkte an. Die 3 Bohrlöcher sind im Nu gebohrt. Wichtig für Sie, verwenden Sie einen 11 mm Bohrer. Nachdem Sie die Bohrspäne entfernt und die Bohrlöcher entgradet haben, vergessen Sie nicht, den Rostschutz aufzutragen. Mit dem Spezialwerkzeug Nietmutterzange lassen sich die 3 Blindnietmuttern in die Bohrlöcher nieten. Mittels Hebelkraft wird der Bolzen versenkt. Im Gegensatz zu einem normalen Niet haben die Blindnietmuttern ein Gewinde, ideal für die Befestigungsschrauben des Anfahrspiegels. Nachdem Sie alle 3 Blindnietmuttern genietet haben, lässt sich jetzt der Anfahrspiegel an der Karosserie befestigen. Stülpen Sie zunächst die Dichtscheiben über die 3 Befestigungsschrauben. Alles ist vorbereitet. Jetzt endlich kann der neue Anfahrspiegel montiert werden. Befestigen Sie den Spiegel mit 3 Schrauben.
Sie haben noch eine Befestigungsschraube übrig? Gut so. Diese versenken Sie nämlich in die Verkleidung des Rückspiegels. Hier war der alte Anfahrspiegel angebracht. Als nächstes bauen Sie das Steckgehäuse Brüstungsleitungssatz um. Entfernen Sie zunächst die Gummitülle am Kabel des Anfahrspiegels. Das alte Steckgehäuse hat ausgedient. Schneiden Sie es ab. Mit einem Teppichmesser lässt sich die äußere Isolierung entfernen. Und mit einer Abisolierungszange lassen sich die Kupferdrähte freilegen. Die Grimpzange kommt jetzt zum Einsatz. Sie verpresst den Kupferdraht mit den beiden Buchsen. Und so geht's. Setzen Sie die Kontaktbuchsen ein und fädeln Sie anschließend den Kupferdraht in die Buchsen. Zusammenpressen und fertig. Jetzt fädeln Sie die gekrimpten Kupferdrähte in das Steckergehäuse und verriegeln es. Schützen Sie die elektrische Steckverbindung der Spiegelheizung vor der Witterung. Stülpen Sie dazu ein Stück Schrumpfschlauch über die elektrische Steckverbindung. Mit dem Heißluftföhn lässt sich der Schlauch erwärmen. Dadurch schmiegt er sich wie eine zweite Haut an die Steckverbindung. Das Ganze wird somit wasserfest. Befestigen Sie mit zwei Kabelbindern das Kabel der Spiegelheizung am Rückspiegel. Dann stutzen Sie die Kabelbinder. Der neue Anfahrspiegel ist montiert. Die Sonnenblende muss für den neuen Anfahrspiegel angepasst werden. Kürzen Sie die Ecke auf der Beifahrerseite. Dazu bringen Sie mit einem Stift eine Markierung an, 2,5 cm, gemessen von der Mitte der Halterungsbohrung. Der Klebestreifen dient als Kratzschutz und hilft dabei, die Ecke der Sonnenblende gerade abzusägen. Setzen Sie die Schutzbrille auf und ran an die Säge. Durch den Klebestreifen lässt sich die Ecke der Sonnenblende bequem und gerade absägen. Vergessen Sie anschließend nicht, die Schnittkanten der Blende mit einer Feile zu entgraden. Runden Sie auch die Ecken ab. Bringen Sie den Halter der Blende wieder an. Die Sonnenblende ist wieder zurück an ihrem Platz und der neue Anfahrspiegel ist fest montiert, direkt an der Karosserie. Alle für einen, einer für alle. Übrigens lässt sich die Umrüstung des Anfahrspiegels gleichermaßen am Atego und Actros durchführen.